Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe euch ja gestern bereits in meinem Video, wie man die beiden neuen Paradox-Pokémon Windewoge und Eisenblatt fangt, erzählt, dass vor dem neuesten Update es zu diesem Bild hier gekommen ist. Also man hat keine Silhouette der beiden Pokémon Windewoge oder Eisenblatt gesehen, sondern dieses Ei hier. Und bei diesem Ei handelt es sich tatsächlich um ein schlechtes Ei. Und dazu schauen wir uns jetzt mal das Video von Atreus an. Denn ich bin tatsächlich hier nur zu diesem Punkt gekommen, dass ich halt hier diese Silhouette gesehen habe, aber ich habe sie nicht zum Kampf herausgefordert. Und im Nachhinein auch eine sehr gute Sache tatsächlich, denn schlechte Eier sind auch dafür bekannt, dass sie euren Spielstand zerstören können. Deswegen bitte fangt euch nicht dieses schlechte Ei. Aber schauen wir uns mal das Video von Atreus an. Ihr seht, es ist hier noch die Version 1.1.0, also nicht geupdatet. Und es ist wieder erstaunlich, dass Game Freak es schon wieder geschafft hat, hier so einen Bug reinzubringen. Auch geil. Vor dem Update einfach hier so ein schlechtes Ei. Sehr nice. Weil ich habe mich auch schon gewundert. Es kann halt natürlich vor dem Update noch nicht die neuesten Daten von Windewoge und Eisenblatt haben. Deswegen schon sehr, sehr weird auf jeden Fall. Weil auf der Karte wurde bei mir ja auch der Terra-Typ Wasser angezeigt. Also halt natürlich für Windewoge, weil ich Karmesin spiele. Und dann als Silhouette einfach Ei mit dem Terra-Typ normal. So, aber schauen wir jetzt einfach mal. Ihr seht auch, dass Atreus hier ein Pikachu spielt. Das ist auch noch sehr wichtig für gleich. So, und jetzt, wenn Atreus angreifen möchte, ist das Ei sofort besiegt. Also er kann das Ei jetzt auch direkt fangen. Würde ich euch natürlich nicht empfehlen, dafür schauen wir uns ja dieses wundervolle Video hier an. So, er fängt es. Und nun schauen wir mal, was gleich dort steht, wenn er es gefangen hat. Aber auch sehr weird hier mit dem Ei. So, Gacha, Pikachu was caught. Und ihr seht schon, Atreus hat auch ein Pikachu gespielt. Dieses Ei ist quasi so eine Mischung aus dem Pokémon von Atreus, also dem Pikachu. Und halt diesen Terra-Datenmüll aus diesen fehlenden Daten von Windewoge bzw. Eisenblatt. Weil da das neue Update ja noch nicht drauf ist, fehlen ja natürlich die Daten. Deswegen, ja, ein bisschen schwierig zu erklären. Es ist halt einfach ein unvollständiges Pokémon. Ihr seht auch, es befindet sich auch in diesem besonderen Pokéball aus Legenden Arceus. Also quasi dieser Eventball, den es ja auch gar nicht offiziell gibt. Das ist ja so ein Ball, der ist ja eigentlich theoretisch nur dafür da, wenn man die Pokémon auf Home übertragen möchte von Legenden Arceus. Dann sind sie auch in diesem Ball hier drin. Auch sehr seltsam auf jeden Fall. Und hier unter meinem Video hat auch ein Zuschauer kommentiert: Ich habe eines als Ei gefangen und da steht, dieses Ei braucht sicher noch sehr viel Zeit. Ich habe hier schon kommentiert, löscht das Ei. Ich würde auf jeden Fall jedem, der dieses Pokémon oder dieses Ei gefangen hat, empfehlen, dieses Ei so schnell wie möglich zu löschen. Weil schlechte Eier können natürlich auch den Spielstand gefährden. Ich weiß halt leider nicht, ob wenn man dieses Ei gefangen hat, man dann trotzdem noch Windewoge bzw. Eisenblatt fangen kann. Also theoretisch sollten die Pokémon nach dem Update immer noch fangbar sein. Weil es sollte eigentlich jetzt nicht als diese Pokémon zählen. Da es ja theoretisch nur Datenmüll ist, sage ich mal, aus unvollständigen Daten plus dem Pokémon, was man halt spielt. Deswegen ist halt blöd, wenn ihr das Ei gefangen habt und ihr im Nachhinein dann nicht Windewoge oder Eisenblatt fangen könnt. Aber tut euch auf jeden Fall einen Gefallen und löscht das Ei, denn dieses Ei wird niemals schlüpfen. Schlechte Eier werden niemals schlüpfen, da steht ja auch schon drauf, dieses Ei braucht sicher noch sehr viel Zeit, es wird niemals schlüpfen, also es bringt euch gar nichts. Das war auf jeden Fall das Video, löscht die schlechten Eier. Props an Game Freak dafür, dass man hier direkt nach der Direct hier wieder so einen kleinen Bug reingebracht hat. Das Spiel ist nicht schon voller Bugs, also auf jeden Fall nochmal Props an dieser Stelle dafür. Und ja, updatet euer Spiel auf jeden Fall auf die neueste Version. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Schreibt mir auch gerne eure Meinung schon wieder zu diesem Bug in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao.